Ich werde zwei Truppenverbände nach Wackplatz abkommandieren. Einen unter Führung von Eisenwache und Malern, den anderen befehligt Kommandant Dimitris. Näher als jetzt waren wir noch nie dran, Wachplatz zu knacken. Solltest du Fragen haben, dann stelle sie jetzt. Andernfalls erwarte ich deinen Sieg gegen die Ungebrochenen und die Rettung meiner Tochter. Jo. Neue Quest, letzter Widerstand. Kehre nach Wachplatz zurück. Mit dem standhaften Anzeigen kannst du nur den Winden im Wachplatz widerstehen und den Zähneren vorstoßen. Jo. Quest abgeschlossen. Bresche zwischen den Wänden. Wervenesch hat das standhafte Abzeichen gesehen und ist bereit, den Krieg zur Wachplatzfestung zu tragen. Sehr gut. Jo. Einmal auf Schnelligkeit, bitte. Bei Barrick. Zauberstärke, Magieverteidigung braucht er nicht. Er braucht Schaden. So. Einmal pro Kampf wird Barrick sofort geheilt. Das ist nicht schlecht. Bringe einen Verbündeten zur Hilfe. Haltung Phalanx. Kämpfe defensiv, wodurch du einen Bonus auf deine Rüstung erhältst. Das wäre auch nicht schlecht, die Phalanx aktiv zu haben. Weil wir sie da unten auch nochmal verbessern könnten. Wenn Barrick Band der Ehre einsetzt. Ah, das da. Erhalten sowohl er selbst auch als sein Ziel für kurze Zeit einen Schild, der Schaden absorbiert. Das ist auch nicht schlecht. Die beiden zusammen machen eine gute Kombo. Und ich brauche ja jetzt noch 4 Punkte, um das unterste freizuschalten. Band der Ehre, das hätte ich mir eigentlich sparen können. So sehr häufig benutze ich das eigentlich gar nicht. Wobei das ziemlich cool ist mit den ganz Bonis. Machen wir mal die Phalanx. Dann wird Barrick noch tankiger. So, Reichweite bräuchte ich noch einen Punkt. Lässt dein Ziel panisch werden, wenn du aus dem Schleichen heraus angreifst. Ich könnte meinen Herzschuss verbessern. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ich könnte aber auch bei Führung mal was verbessern. Klingenwand. Bollwerk. Bonus auf Rüstung. Ist nur Verteidigung. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Wenn du nur schwere Rüstung trägst. Nein, ich guck mal, was kann ich bei Führung gerade noch freischalten. Initiative ergreifen. Nachdem du aus dem Schleichen heraus ein Ziel angegriffen hast, wird er von dir deinen Grundmitglieder verursachte Schaden für kurze Zeit erhöht. Waffen im Überfluss. Im Kampf erhalten Gruppenmitglieder, die in deiner Nähe kämpfen, einen Bonus auf all ihre Attribute. Ja gut, plus 1. Einmal pro Kampf stößt ein Kampfschrei aus, wenn deine Gesundheit einen kritischen Wert erreicht hat. Der Schrei erhält bei dir und deinen Gruppenmitgliedern einen Teil der maximalen Gesundheit. Ich glaube, ich verbessere erstmal meinen Herzschuss. Schieße ein leuchtendes Geschoss auf ein einzelnes Ziel ab. Wenn es trifft, explodiert es innerhalb eines Wirkungsbereichs. Dabei verursacht es Feuerschaden und blendet Feinde durch eine Wolke schwarzen Rauchs. Nee, erstmal verbessere ich meinen Herzschuss. Gut. I got it. Es ist echt blöd, dass Lyra eine Stufe hinterherhinkt.
Da kann man gerade nicht viel machen. Vielleicht werde ich Lyra demnächst mal gegen Töte dem Schatten eintauschen und mal gucken, wie die so ist mit ihren Fähigkeiten. So, das heißt auf zum Wachplatz. Oh. Sterbende Himmelsklinge? Du gehörst zu den Ungebrochenen. Du. Die Himmelsklinge hustet ja in meinem Rollplatz sich. Wir haben Kyros Truppen unterschätzt. Ein Lächeln spielt um ihren Mundwinkel. Die wird es ebenso gehen. Ich freue mich schon, ihnen dabei zu helfen, den Rest von euch auszulöschen. Ich hoffe, du wirst bluten. Knurrt sie und ihre Augen rollen nach hinten, als sie ihren Wunden erliegt. Okay. Was hast du dabei? Ein Kräuterle. Ein eiserner Turmschild. Ein bronzener Turmschild, kein eiserner. Okay. Warum ist da eine resolute Klinge? Die wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht haben. Und vor allem, ich kann sie gerade schlecht angreifen. Kann sie wirklich gerade schlecht angreifen, so. Lyra? Nein. Aus. Das war nicht gut. Was sollte das jetzt? Das war nicht das, was ich wollte. Wir haben nämlich genug mit so einer blöden, resoluten Klinge zu tun. Da müssen wir nicht auch noch die gesamte restliche Kompanie anlocken. So. Stirb. Gib uns, was du zu geben hast. Gut. Stepping lightly. Das heißt, wir gucken uns erstmal in der Richtung um. Das sind nur zwei Himmelsklingen. Will do. Another. Okay. I'm starting to think we're bad at making friends. Pay attention, kids. You might learn something. Himmelsklingen kriegen wir zurück einigermaßen leicht tot. Bleed out, you little shit. Und sie hat ja, glaube ich, eine neue Fähigkeit. Genau, den Hagel. So. I got it. Das waren die beiden schon mal. Oh, ihr seid wieder Ungebrochene. Ne?
Sorry, can't. Ein Schutztrank. Mhm. Gut, da wir jetzt die Seite geklärt haben, versuchen wir es nochmal auf der anderen Seite. Mit der resoluten Klinge da. Quiet down. Wir gehen jetzt aber diesmal oben entlang und versuchen, den gerade mal von uns wegzulocken. I bring glory to my kill. Send them at me in waves. Get back here. This weapon is entirely worth. Okay, die beiden greifen uns an. Dann kümmern wir uns erstmal um die, die uns angreifen. I will aid you. Damn. Thing could have been wrong. You got it. Warum muss Lyra eigentlich immer Einzelgänge machen? Right. Get back here! Warum greift ihr alle Landry jetzt an? Okay. Einmal pro Begegnung. Band der Ehre. Ne, Landry, Beric, versuch mal was umzuwerfen. I'll omit that from the record. I'll take that. Okay. Landry sieht nicht gut aus. Much more of this. I'll that from the record. Bleed out. Landry halte ich mal selber. As you come out. Habe ich was, womit ich Beric heilen kann? Ja. Zwar nicht gut, aber selten. So, Lyra, versuch mal den zu leuchten. Irgendwas abgeklungen, gleich. Jetzt ist nur noch die Nervensäge übrig. Klingenhagel? Was hast du noch drauf? Auf jeden Fall den da. Einen Herzsucher. Erhöhen wir mal den Schaden. Take me if you can. Und Landry. Mach mal Anstieg des Ruhms. So. Danke für deine Hilfe, Schicksalsbitte. Der Soldat salutiert vor dir. Was ist los? Wir wurden von unserem Leutnant Romalan abgeschnitten. Er klopft sich den Schmutz ab. Sie sagt, sie würde versuchen, die Brücke zu sichern, bevor sie herausfinden, wie sie durch den Wald kommen. Er legt über die Schulter und runzelt die Stirn. Die Ungebrochenen werden nicht aufhören, bis sie unsere Truppen vom Wachplatz verdrängt haben.
Sie wissen bestimmt, dass wir noch nahe dran sind, Kyros Magie zu durchbrechen. Er nickt entschlossen. Dann zurück ins Schlachtgetümmel. Grave Nash beschützt. Mhm. So. Ja, knack mal das Schloss da. It's all in the reflexes. Right. Sorry, can't. Da liegt noch was in der Gegend rum. Wow. Wams eines Adligen. Landry? Auf jeden Fall. Was für Landry? Die ungebrochenen Beschwerden kämpfen um die Kontrolle vom Wachplatz. Durchquer das Kriegsbrett und durchdringen den Wald des Tornados. Na, jetzt sieht Landry aber schick aus. I got it. Gut, das heißt. Wir können nur hier entlang, weil da drüben ist jetzt Sense. Mann, dass es mal nie einfach sein kann. So, da ich hier einen Kampf mal wieder wittere.